habe heute ein ganz super leckeres Rezept für euch, was auch noch ziemlich leicht ist und gesund. Ich habe hier Cashewkerne, Cranberries, Aprikosen, 3 Stück, 5 Datteln. Also ihr könnt einfach nehmen, was ihr zu Hause habt, ein gesundes. Da kommen noch gehackte Mandeln dazu. Ich habe noch einen Esslöffel Kokos dazu gegeben und einen Esslöffel gehackte Mandeln. Und dann kommt jetzt einfach Müsli. Egal, was ihr für Müsli zu Hause habt, den könnt ihr da reingeben. So, ihr könnt auch nur Haferflocken reingeben. Ich habe noch Walnüsse dazu gegeben. Also ihr könnt wirklich alles reinschmeißen, was euch schmeckt, was ihr zu Hause gerade habt. Also ihr müsst jetzt nicht genau nach diesen Angaben gehen. Improvisiert einfach. Und wenn euch Datteln nicht schmecken, ich habe jetzt noch einen Esslöffel Honig dazu gegeben. Und jetzt wird erstmal alles schön miteinander gemixt. Und dann kommt die Schokolade. Das Ungesunde an diesem Rezept. Ich habe hier 200 Gramm Zartbitterschokolade geschmolzen mit einem Esslöffel Palminfett meine ich. Das gebe ich jetzt einfach hier einmal rein. So, guck mal, 3 Esslöffel vielleicht. Vielleicht auch mehr. Mal gucken. Und ich habe die Müsli-Mischung jetzt in so eine kleine Backform getan, quadratisch geformt. Und jetzt kommen einfach Butterkekse oben drauf und dann erst die Kuvertüre, die übrig geblieben ist, die ich geschmolzen habe. Ich habe jetzt die Butterkekse drauf und habe da so ein bisschen die Seiten gemacht. Jetzt kommt einfach die grobe Kuvertüre oben drauf. Also ihr seht, die ist schön warm, damit die Kekse auch einweichen. Ich stelle es jetzt noch kühl und das war es dann auch schon von meinem schnellen Rezept. Gesund ist es nicht so ganz wegen der Schokolade, aber alle anderen Zutaten waren ja gesund. Das ist das Ergebnis mit jetzt. Ich habe noch weiße Schokolade oben drauf getan. Dann schneide ich die jetzt so in so kleine Riegel. So, ich zeige euch mal das Ergebnis. Und so sieht das aus. Richtig lecker schmecken die. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich lasse euch dann mal bis zum nächsten Video. Bis dahin!